die Plannummer vorangestellt und das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Servus, grüßt euch. Ihr wollt den Plan exportieren. Hier habt ihr den Namen, den wollt ihr ausgeben. Und jetzt wird auf einmal die Plannummer vorangestellt und das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Ja, der Jürgen hat keinen Bock mehr zu arbeiten an dem Tag und denkt sich, ich mache jetzt irgendwas Besonderes. Dann steht er auf und hängt sich an die Deckenlampe. Kurze Zeit später kommt der Chef rein und sieht ihn im Bürozimmer und sieht ihn, wie er an der Deckenlampe hängt. Und sagt, was ist mit dir los? Du bist so kirre, du glaube ich, bist voll durch den Wind. Weißt du was, du gehst jetzt heim und dann hast du den Rest des Tages frei. Gut, der Jürgen packt seine Sachen und haut ab. Und dann packt auch die Blondine daneben ihre Sachen und will auch gerade gehen. Dann sagt der Chef, Moment mal, was machst du da? Und sagt die Blondine, meinen Sie, ich arbeite jetzt im Dunkeln weiter? Dagegen gibt es Abhilfe, dass ihr das nicht jedes Mal rauslöschen müsst. Geht ihr einfach in die Optionen rein. Dann in die Kategorie Import und Export. Dort unten habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Ganze von Nummer und Name zum Beispiel auf Name zu ändern. Wenn ich jetzt bestätige und die nächsten Pläne exportiere, dann habe ich die Plannummer nicht mehr vorangestellt, denn das ist bei mir in der Codierung ja schon enthalten. Jetzt kommt die Endcard. Servus, ciao, wieder.